Hey YouTube, Tazot Commander hier mit einem Gameplay-Video. Heute habe ich eine Runde Rush für euch, und zwar auf Lubkau Pass. Wir waren Russen, also Verteidiger, und das gegnerische Team war schon ziemlich stark, aber die Runde ist trotzdem ziemlich spannend geworden. Vor allem der Anfang war für mich wirklich gut. Ich habe die ganze Runde die Sanitäterklasse gespielt und als Primärwaffe das französische RSC 1917-Gewehr benutzt. Eine Waffe, mit der mich mittlerweile eine gewisse Hassliebe verbindet, denn manchmal ist sie überragend, aber manchmal treffe ich auch gar nichts mit ihr. Meine Sekundärwaffe war die C93-Pistole und zusätzlich hatte ich noch den kleine Arzttasche und die Spritze dabei und als Nahkampfwaffe die Grabenkeule. Nun also zum Teamspeak und euch viel Spaß. Scheiße, das M-Com ist draußen. Wie komme ich denn da ran? Nein, es ist zerstört. Ja, super, hier schön alles gekillt, aber... Objectives verloren, jetzt haben sie B gelegt. Hier komme ich endlich mal anständig mit der RSC zurecht. Das sind Gasschweine immer. Schaffen es nicht, ja, ich sehe es genau. Da ist noch ein scheiß Assault an der Flagge. Ja, scheiße. Ja, ich könnte das Sniper gehen fest mit dem, aber dafür müsst ihr erstmal auf den Server kommen. Nice, ich hab. Oh, krass. Hab ich einen Triple Kill gehabt? Ne, es war nur ein Doppelkill mit der Artillerie. Na, ja, jetzt ist noch einer weg. Ja, weil sie alle Kack-Sniper sind und da rumliegen, ey. Gerade. Der ist von uns. Das war aber ein wagemutiger Jump, ey. Wir haben mir denn schon wieder A gelegt, ey. Scheiße, das ist hier draußen. Oh, getradet? Ja. Hart weggrenadiert worden. Bei den ersten Stages hatten die Gegner uns wirklich relativ schnell überrannt, aber jetzt kamen die letzten beiden Telegrafenmasten und da wurde es eben etwas spannender. Da ist wieder kein Schwein gespottet. Ich habe trotzdem einen getroffen. Ah, shit. Ich wurde niedergeschossen. Ungeil. Ach, man, doch, man kann natürlich üben müssen. Enemy coordinates have been sent to our artillery. Ранили! Я тебе помогу! Ich hab schon wieder einen artillerisiert, ey. Nice. Den hol ich jetzt aber nicht. Ich komm hier aus dem Salt. Hab ihn. Oh oh, Crossbow Launcher. Ja, und wie auch immer. Ja, und fucking MG. Enemy coordinates have been sent to our artillery. Muss ich nochmal so sagen. Mhm.
Держи аптечку. Schärfst du? So, das ist da wieder frei. Ja, oh, shit, ich werd. Ja, ich. Es kam noch nicht mal bis ans M-Com dran. Also, meine Leiche liegt am M-Com, aber. Schärfst du? Warte, ich entschärfe. Ne, ich kann nicht entschärfen. Warum kann ich nicht entschärfen? Das ist eh. Ja, ich hab eh natürlich gedrückt. Das geht zu schnell. Und ich hab's geschafft. Nice. Und ich wurde direkt dann gemörsert, aber ich hab's entschärft. Wir haben noch 12 Tickets. Komm, schieß aufs M-Com, grenadier drauf, mach was du kannst. Ja, ich hab mich erschießen lassen, nachdem ich meinen Gasmotor aufgesetzt hab. Sehr gut. Dann müssten wir den Bastard mit dem Mörser erwischen. Ja, oder den Bastard mit seinem MG. Der hier fucking. Ja, der mich gekillt hat. Ja, wie gesagt, hier haben wir die Gegner wirklich lange aufgehalten. Wir haben es geschafft, das, den Telegrafen immerhin zweimal zu entschärfen. Aber hier hatten sie dann noch lächerliche 2 Tickets. Aber es war nichts mehr zu machen. Wir sind einfach nicht mehr rangekommen. So war es zwar eine Niederlage, aber alles in allem eine ziemlich spannende und für mich auch wirklich gute Runde, in der ich mit der RSC gut klargekommen bin. Wobei man natürlich sehen muss, dass ich auch eine ganze Reihe Kills mit der Artillerie gemacht habe. Das müssen mehr gewesen sein als in den ganzen 9 Monaten davor zusammen. Ich habe tatsächlich schon einige Runden Rush auf den neuen Maps gespielt und finde, dass sie zu einem großen Teil ziemlich geeignet sind. Rush ist nach wie vor lang nicht mein Lieblingsspielmodus, aber hin und wieder hat man eben doch ganz nette Runden dabei. Damit soll es das zu diesem Video dann auch wieder gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, klickt den Gefällt-mir-Button und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, klickt Abonnieren. Bis zum nächsten Mal!